Hallo zusammen, es ist Winter, ich bin ein bisschen erkältet und bei den Kühlschränken ist es auch so. Und zwar haben wir ein Problem bei Kühlschränken. Wenn ich jetzt diesen Kühlschrank hier anschaue, der hat so oben so ein Tiefkühlfach. Das ist der gleich große, der hat kein Tiefkühlfach. Das ist eine Temperaturzone. Und hier im Winter kann es vorkommen oder es kommt vor, dass diese Kühlschränke nicht mehr kühlen. Das sind sogenannte Klima-N-Geräte. Wenn ich hier das Tippenschild anschaue, dann steht da Klimaklasse N. Das heißt, dieser Kühlschrank hier sollte nicht unter minus 18 Grad betrieben werden. Es kann sein, dass der hier zum Beispiel irgendwo auf dem Balkon steht. Spielt gar keine Rolle, ob es ein 12 Volt Kühlschrank ist für Batteriestrom oder ein Haushaltskühlschrank oder ist irgendwo im Keller oder bei den 12 Volt Kühlschränken, da stehen die vielleicht irgendwo im Schrebergarten oder in einem Dauercamper im Vorzelt und dann geht der Tiefkühler nicht mehr. Das ist absolut normal. Oder wenn wir zum Beispiel so einen Kühlschrank nehmen, der sieht jetzt hier von der Seite aus, das ist ein gebrauchter. Ein bisschen zurückfahren, dass wir... Und wenn wir diesen Kühlschrank jetzt hier annehmen, dann wissen wir, hier oben ist Isolation. Die geht hier runter und dann haben wir hier die Isolation vom Tiefkühlfach. Und dann geht es hier runter und hier unten ist dann so noch der Kompressorfach, da sitzt dann der Kompressor drin. Und das hier ist Isolation. Mach meinen Schreiber den Geist auf. Und so sieht ein Kühlschrank von der Seite her aus. Und hier vorne haben wir dann zum Beispiel so eine kleine Tür innen drin und außen haben wir die zweite. Und hier haben wir in der Regel minus 18 Grad. Und hier haben wir plus 5 Grad Celsius. Ah ja, auch noch ein Celsius. Und hier hat es natürlich noch ein Stück Bodenisolation unten drin. Und wie funktioniert jetzt solch ein Kühlschrank? So ein Kühlschrank hat eine Kühlmaschine. Das heißt, wir haben ein Kühlsystem hier drin und das eine Kühlsystem wird dann gesteuert. Und ich habe hier so einen mechanischen Thermostat. Wenn wir den hier angucken, der sitzt jetzt hier drin, sitzt so ein mechanischer Thermostat und dann geht das Fühlerrohr nach hinten. Und hier sitzt das Fühlerrohr. Das heißt, dieser Fühler hier, der sitzt hier hinten an der Rückwand. Wenn der kalt wird, zieht es diesen Balk hier zusammen. Der wird dann also kleiner. Und der sitzt dann hier in der Regel so drauf. Und der drückt hier auf diese Waage. Wir haben eine Gegenfeder, die wir hier über das Drehrad verstellen können. Und dann haben wir hier den Elektroteil vom Thermostaten. Und über diese Waage, die hier sich bewegt, gehen wir hier drauf und dann schaltet der Kühlschrank oder der Kompressor wird so ein- und ausgeschaltet. Jetzt wird der Kompressor eingeschaltet. Dann spritzt hier oben das Kältemittel ein, das hat eine Leitung, der läuft hin und her. Hier runter und hier entlang. Wieder zurück und dann hier runter bis hierher. Die Norm ist die, dass ein Kühlschrank auf minus 23 Grad läuft das Kältemittel. Das Kältemittel, das kann auch weniger sein oder auch mehr, das läuft mit Norm minus 23 Grad hier oben rein. Das geht um das Tiefkühlfach rum. Und durch das haben wir dann eine Temperatur im Tiefkühlfach von minus 18 bis minus 20 Grad.
Dann geht das Kältemittel hier runter, die Rückwand hier im Kühlschrank, müsst ihr euch achten, die vereist, weil es ja minus 23 Grad hinten an der Rückwand. Und irgendwann kommt das Kältemittel hier an mit Leistung und dann wird es kalt. Sobald das Kältemittel die Wärme aufgenommen hat, bleibt es warm und kühlt nicht mehr. Und dann sagt der Thermostat, hey, jetzt ist hier minus 23 Grad, Punkt, fertig, jetzt schalte ich aus. Meistens schalten die schon aus bei minus 10. Das heißt, hier bei minus 10 schaltet der Kühlschrank aus. Das heißt, die Rückwand hat minus 10 Grad und jetzt erwärmt sich die Rückwand, weil hier drin ist ja nur minus 5 Grad. Das Wasser tropft ab. Da haben wir hier unten noch so eine Wanne, müssen wir mal achten, hinten hat ein Loch, das geht runter und dann hat es hier so eine Tropfschale auf dem Kompressor. Das ist hier diese Schale auf diesem Kompressor, die wird erwärmt durch den Kompressor und dann verdunstet das Kältemittel. Das Wasser tropft ab und bei plus 4 Grad in der Regel schaltet dieser Kompressor der Thermostat den Kompressor wieder ein. Das wiederholt sich immer und weil wir zuerst hier oben im Tiefkühler einspritzen, bleibt es hier so um die minus 18 Grad. Ob der Tiefkühler innen eine Tür hat wie der hier oder eine separate Tür obendrauf oder ein Tiefkühler unten, das spielt an sich gar keine Rolle. Das ist nur eine Anordnung von den Komponenten. Jetzt steht der Kühlschrank draußen oder in einem ungeheizten Raum. Dann ist natürlich so, wenn es theoretisch außen 5 Grad hat, dann brauche ich keine Kühlleistung mehr. Das heißt, dieser Thermostat wird den Kompressor nicht mehr einschalten. Durch das haben wir den Effekt, dass hier oben minus 20 Grad das Kältemittel eingespritzt wird, nicht mehr. Durch das kühlt der Tiefkühler nicht mehr. Ja gut, jetzt sagen die Leute, ja, aber ich habe digital gesteuerter Thermostat. Das heißt, ich habe einen Haushaltskühlschrank, der hat oben eine schöne Anzeige, plus 5 Grad. Die hat immer plus 5 Grad, weil die Temperatur, die ich hier misse, die hat nichts mit der Innentemperatur zu tun. Außer, wir haben einen Digitalthermostaten. Ich bin jetzt hier in der Werkstatt und hier habe ich einen Kühlschrank. Der hat auch ein offenes Element und hier sitzt der Digitalthermostat. Und der ist jetzt extern und jetzt habe ich hier, fasse ich nochmals an den Thermostaten hin, dann steigt die Temperatur. Punkt. Und jetzt habt ihr gesehen, sonst spult ihr zurück, hier kam das 1. Dieser Thermostat blinkt nur auf der Anzeige von der Kamera. Das ist so eine Sony, die zeigt das komisch an. Aber so misse ich die Raumtemperatur und ich habe effektiv die Raumtemperatur angezeigt. Aber Haushaltskühlgeräte, die zeigen dann irgendwas an. Hier zum Beispiel habe ich einen Tiefkühler. Das ist ein 12 Volt Tiefkühler. Wir sehen das hier, 12, 24 Volt. Und hier habe ich eine Temperatur von minus 43 Grad. Der läuft jetzt aber auf Dauerbetrieb. Das ist normale Tiefkühlschränke. Und dieser Schrank hier, die kommen zusammen und da habe ich zwei Kühlmaschinen und die sind beide separat gesteuert. Bei dem Gerät, was wir jetzt vorher gesehen haben, das sind, die einen reden dann, ich habe einen Kühlschrank mit zwei Kühlmaschinen oder zwei Kühlsystemen. Da läuft jeder separat. Das ist dann wie hier ein Kühlschrank und ein zweites Gerät, auch wenn die im gleichen Gehäuse drin sind, ein zweites Kühlsystem und das kann ich separat regeln. Dann habe ich aber zwei Thermostaten, die ich einstellen kann, ob das elektronisch ist oder hier so mechanisch wie der hier. Spielt keine Rolle. Es sind zwei verschiedene Kühlsysteme.
Es gibt noch was anderes. Da habe ich aber zwei Thermostaten und ein Mischventil. Das heißt, ich habe dieses Teil separat angesteuert und der untere Kühlschrank auch separat angesteuert. Dann kann ich die einzelnen Temperaturen gewährleisten, dass oben auch bei minus 10 Grad noch hier minus 18 Grad ist, die eingestellte Temperatur. Also das heißt, Schrebergarten, ich verlinke euch den Katalog hier, das ist der 2024, schon bereits unten im Video. Das hier ist zum Beispiel dieser Solarkühlschrank. Der hat eine offene Platte, da wird die Plattentemperatur hier drin gesteuert und somit habe ich hier eine Temperatur, auch wenn die Temperatur im Schrebergarten oder im Gartenhäuschen oder im Vorzelt von Wohnmobil, das Dauercamper sind, runterfällt, habe ich nur eine Temperatur, die geregelt werden muss. Aber weil ich auch hier mit dem mechanischen Thermostat arbeite und hier die Temperatur fühle, wird die Temperatur ein bisschen runtergehen. Hier im Katalog drin, im Runterladen, habt ihr hier so ein Muster, zwei Solarzellen, Regler, Batterie, eine Lampe und dieser Kühlschrank hier. Und der kostet jetzt 1780 Schweizer Franken. Das komplette System mit 5 Meter Kabel, das reicht in der Regel für ein Gartenhaus. Und beim Gartenhaus ist es ja so, mit Solar können wir mit den 200 Watt und diesem System den Kühlschrank im Sommer betreiben. Im Winter, wenn die Sonne tief steht, wird es knapp. Aber man geht davon aus, dass im Sommer, also im Winter, könnt ihr den Kühlschrank meistens ausmachen, weil diese Gartenhäuser sind ja dann nicht beheizt, dauerhaft. Das heißt, wir haben, es reicht die Leistung dann auch wieder für die Winterzeit. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwenkt. Eben die Kühlschränke, alle Kühlschränke, auch Haushaltskühlschränke, kühlen nicht, sobald sie dieses Tiefkühlfach haben. Unten wird weitergekühlt, aber oben der Tiefkühler, sogenannter Mitläufer, der läuft einfach mit und kühlt ein bisschen mit. Wenn die Bedingungen außen erfüllt sind, dann erreicht er die Temperatur. Wenn jetzt aber auch ein Kühlschrank wenig gebraucht wird, ich habe im Sommer einen Kühlschrank, der irgendwo steht und ich brauche den weniger, kommt das Tiefkühlfach, weil das ist nicht separat gesteuert, nicht auf richtige Temperatur. Hier verlinke ich euch ein anderes Video, ich habe darüber schon mal ein Video gemacht, hier habe ich was anderes erzählt. Und hier unten verlinke ich euch den Kühlschrank und im Beschrieb habe ich den Kühlschrank mit der kompletten Solaranlage im Katalog drin. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.